nächste Fragezeichen. Hier steht drauf, Hans-Günter Kölz komponiert das Stück Waltz for Betty. Deine Frau heißt aber Sabine. Ja, aber mit dem zweiten Namen Elisabeth. Aber ich bin aber nochmal davon gekommen. Ja, ja. Aber Walzer für Elisabeth klingt ein bisschen komisch. Das stimmt. Also sagen wir mal, für diese Art von Musik. Deswegen also Waltz for Betty. Originell in diesem Stück, da steht zum Beispiel drin, gehen Sie sorgfältig mit sich zu Rate. Oder tragen Sie das weiter. Oder öffnen Sie den Kopf und am Schluss vergraben Sie den Ton. Aber nicht den Anton. Hoffentlich nicht. Mehr. Also dann viel Freude mit der Gnossien Nummer 3 von Erik Satie. Von der Pate bis Findet Nemo, egal wo in Hollywood irgendein Akkordeon gebraucht wurde, war Frank Marocco drauf. Ja. Und er hat eigentlich immer nur seine eigenen Titel gespielt, aber einen von mir hat er damals mit ins Programm genommen und den hat er quasi für mich so ins Amerikanische übersetzt. Also er hat einige Harmonien verdreht und ich habe es jetzt wieder für mich zurück übersetzt. Thank you.
Für die Freundschaft zum Beispiel. Also für die Freundschaft. Von Hans-Günter Kölz und Matthias Anton. Jazz by Request, dann werden sie sagen, also wir wünschen uns Caravan und natürlich Spinners. Weiß jeder, okay, klar. Ja, ich muss mein aller Bescheidenheit einfach mal so sagen. Ja, einfach mal ein Standard. Da darf man auch nicht was machen, mitsingen. Und die haben erfolgreich.